Im März kam der plötzliche Vorschlag, ein privater Investor könnte unser Grundstück kaufen, unser Haus einreißen und ein neues errichten. Das hat uns alle sehr aufgewühlt. Also es geht um unser Zuhause. Es geht um ja, Lebensperspektiven, die man sich aufbaut. Die Politik hat verschiedene Sachen schon ausprobiert. Es gibt den Milieuschutz. Das ist ein Instrument, was im Grunde verhindert, dass Modernisierungen durchgeführt werden, also Luxusmodernisierung, um dann wieder höhere Mieten zu nehmen. Das wirkt auch, es wirkt aber nur dämpfend. Und dann haben wir aber in Milieuschutzgebieten die Möglichkeit, das Vorkaufsrecht, das kommunale Vorkaufsrecht zur Anwendung zu bringen. Und das ist schon ein ziemlich scharfes Schwert, weil wir in einen Kauf, der schon abgeschlossen ist, noch einsteigen können als Kommune und sagen, hier, wir wollen es selber kaufen. Das war im Februar 2016. Da haben wir erfahren, dass unser Haus vermutlich verkauft wird an einen Investor, den wir nicht kennen. Ab da war klar, das kann nicht gut ausgehen für uns möglicherweise. Lassen wir uns probieren, zusammenzukommen, zu reden. Was können wir dagegen tun? Wie können wir uns wehren? Die Option war, entweder wir machen einen Häuserkampf oder wir schreiben unserem Eigentümer persönlich als Hausgemeinschaft den Brief, wenn er verkaufen möchte, warum verkauft er nicht an uns? Okay. Die Möglichkeiten, mit Immobilien Geschäfte zu machen, indem man die Mieterschaft von Einkommensschwachen zu Einkommensstarken austauscht, die sind in unserem Rechtssystem gegeben. Es gibt die Möglichkeit, aus einem Mietshaus ein Haus mit Eigentumswohnungen zu machen. Viele Menschen werden sich diese Eigentumswohnung nicht selber dann kaufen können und sie müssen dann nach spätestens 10 Jahren raus, sodass eine Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum stattfindet, auf Kosten sozial Schwacher. Jetzt zahle ich, glaube ich, sowas um die 500 Euro für die Wohnung kalt. Im Verhältnis zu den Neuvermietungen in Friedrichshain ist das sehr gut leistbar. Bei uns sind 30 Wohnungen, 42 Personen wohnen bei uns. Es gibt relativ viele Leute, die arm sind, die aufstocken. Also sozusagen Hartz-IV-Menschen wohnen bestimmt 7, 8 Mietparteien bei uns. Gleichzeitig gibt es Leute, die natürlich auch ein bisschen besser verdienen, das stimmt. Wir wohnen hier seit 36 Jahren. Damals waren wir die Jüngsten. Heute sind wir die Zweitältesten. Bei den jetzigen Mietpreisen hier könnten wir uns eine ähnlich schöne und große Wohnung sicherlich nicht leisten. Gentrifizierung läuft eigentlich überall anders ab und hat doch etwas gemeinsam. Und gemeinsam hat es, dass durch den Austausch von Bevölkerung, also von der einen Gruppe durch die andere und das in mehreren Stufen, eine Aufwertung, eine höhere Verwertung eigentlich der Immobilien einhergeht, die Mietpreise eben steigen und am Ende die Bevölkerung ausgetauscht ist in Richtung Menschen, die viel Geld haben. Ob das jetzt Wuppertal ist, München, Hamburg, Berlin, da stellen wir jetzt fest, dass eben in bestimmten Quartieren einfach ein Trend abläuft und sofort kommen die Projektentwickler, kaufen die Häuser auf und da kommt ein unglaublicher Druck rein. Wir zahlen im Moment von der ortsüblichen Miete die Hälfte, wenn es hochkommt. Dafür machen wir aber super viel selbst am Haus. Das Haus ist seit den 70er Jahren städtisches Eigentum, ist allerdings verrottet. Die Stadt hatte immer irgendwelche anderen Vorhaben mit diesem Haus, als es zu halten, als Sozialwohnraum. 1984 sind Hausbesetzer eingezogen und haben das Haus wieder bewohnbar gemacht und dann aber auch gleich Übernahmeforderungen gestellt. Es hat dann noch bis 1992 gedauert, bis die Mietverträge festgeschrieben wurden und seitdem wohnen wir hier äußerst legal. Es ist die glorreiche Situation eingetreten, dass das Haus noch nicht verkauft war. 2,6 Millionen soll das Haus kosten. Lasst uns mit dem Eigentümer reden, wenn er bei dem Preis bleibt, schaffen wir das. Tatsächlich erfolgreich war die gemeinsame Arbeit mit dem Mietshäuser-Syndikat. Es ist eine Struktur, die über relativ viel Wissen verfügt und auch über bestimmte finanzielle Mittel, Häuser selbst zu verwalten. Das heißt, wir konnten von ihnen beides haben. Wissen um die Selbstverwaltung und Hilfe bei der Selbstfinanzierung. Diesen riesen Batzen an Geld haben wir nicht selbst aufbringen können. Was nötig war, war Leute anzusprechen. Wir haben einen kleinen Flyer gebastelt, wir haben unser Projekt erklärt und wir haben gesagt, wir brauchen das Geld. Willst du Zinsen dafür haben? Nee, das heißt, Kollegen, Freunde, Familienmitglieder haben uns mit kleinen Krediten ab 500 Euro geholfen, diese recht große Summe von
400.000 Euro, die man als Direkt- oder als Eigenkapital der Bank auch zeigen muss, zusammenzubringen. Wir wollen dieses Haus kaufen und langfristig für uns sicherstellen. Wir sind vielleicht alle nicht die Wohlbetuchtesten, aber wir sind sehr viele Leute. Wir wohnen zum Teil schon seit Ewigkeiten hier. Wir können eine gewisse Kaufkraft ja auch nachweisen über die laufenden Mieten. Es gibt verschiedene Finanzierungskonzepte. Ich wünsche mir, dass wir das Haus hier so bald wie möglich kaufen können und uns dann hier eine wirklich langfristige Perspektive zu schaffen. Wir möchten, dass dieses Haus der Kollektivität gehört, uns gehört. Und das für immer. Wenn wir es schaffen würden, zum Beispiel eine Art Bürgerfonds einzurichten, wo die Bürger wirklich selber Häuser erwerben können, aber eben in kollektiven Eigentumsformen. Dass man sagt, wir wollen langfristig wirklich die Voraussetzungen schaffen, dass Wohnraum nicht mehr auf dem Markt gehandelt wird, sondern dass es eben ein Gemeingut ist. Weil wenn wir ein Recht auf Wohnen haben, dann sollte eigentlich Wohnen keine Ware sein. Ich habe der Säumestraße einen kleinen Direktkredit gegeben. Es waren nur 1.000 Euro. Was mir wichtig ist hier an diesem Projekt ist, dass es eben um mehr geht als um erschwingliche Mieten, sondern es geht darum, dass das Privateigentum an Wohnraum tatsächlich in Frage zu stellen und ein konkretes Gegenmodell aufzubauen. Eigentlich funktioniert sozusagen unser wirtschaftliches Konstrukt, dass wir mit den Mieten, die wir einnehmen, uns so langsam, wie es geht, von dem Bankkredit befreien und irgendwann das Haus abgezahlt haben. Vielleicht in 30 Jahren, in 40 Jahren, aber es ist egal, es fühlt sich jetzt schon an wie ein Eigentum. Selbstverwaltung klingt auch wie so eine Hippie-Schose, aber es ist wahnsinnig bürgerlich. Wir müssen Sachen lernen. Wir müssen uns um das Gas kümmern, um das Wasser kümmern. Man muss das Dach vielleicht mal irgendwie instand setzen. Diese Arbeit wird insgesamt verteilt auf fast alle, die hier wohnen. Dann dort können wir dann so einen kleinen Dachaufbau machen. Hier gibt es einfach die Möglichkeit, 300 Quadratmeter Dachterrasse über Berlin, auf einmal Sonne für alle Bewohner hier. Und das ist eben der Unterschied, wenn wir jetzt als Bewohner drüber entscheiden, uns gehört das Dach, oder ob da halt jemand ein Luxusloft drauf macht, wo dann vielleicht nur 2-3 Leute Zugang zu dieser Fläche haben. Jetzt haben 40 Leute Zugang. Das, was dass die Säume 14 so ungewöhnlich macht, das sind zweierlei. Das eine ist, dass wir alle so arme Schlucker sind und irgendwie dieses Haus kaufen konnten. Das andere, muss man auch erst verstehen, ist, dass wir eigentlich das Haus nicht wirklich besitzen. Wir haben das Haus zwar überführt in eine Struktur, in der die Selbstverwaltung möglich ist, aller Menschen, die da wohnen, aber es ist nicht so, dass jeder seine Wohnung in dem Sinne einzeln besitzt. Das heißt, man kann einziehen, man kann ausziehen. Man braucht kein Geld wirklich mitbringen, man wird aber auch nichts bekommen, wenn man auszieht. Es ist anstrengend, dieser Prozess des gemeinsamen Kennenlernens und gemeinsamen Organisierens. Gleichzeitig ist es ein bisschen schöner im Haus, es fühlt sich familiärer vielleicht an. In einem Haus, wo ich seit 16, 17 Jahren niemanden groß kannte. Und es ist aber auch natürlich ein großer Stolz dabei, diesen ganzen Mist jetzt auch alleine oder autonom oder irgendwie selbst organisiert erledigen zu können und machen zu können. Mein Vater hatte die Platte. Mein Vater hatte die Platte.